Sorry für die kurze Unterbrechung beim Video, ich wurde angerufen. Wir sehen hier nochmal die Wiederholung dieser Aktion. Erst das wirklich gelungene, schöne Kurzpassspiel. Und dann macht er das super aus der Halbdistanz wuchtig im Tor untergebracht. Gabriel Jesus. Oha, ein Foul von ihm, dabei hat er schon gelb gesehen. Der Dreierpackmann darf duschen gehen. Jetzt geht er runter, er hatte ja schon gelb. Da hätte er sich einfach geschickter verhalten müssen. Sie verlieren den Ball. Keine gute Verteidigung. Gabriel Jesus. Tor für Manchester City! Boom! Wir schauen nochmal auf die Wiederholung. Da setzt er sich durch. Und dann trifft er die Kugel super aus der Halbdistanz mit ganz viel Gefühl. Da ist Gefehl drin und der Ball dreht sich in den Kasten. Unglaublich, was hier heute passiert. Beide Teams haben vorne einen Sahnetag erwischt. Über die Defensive reden wir aber besser nicht. Er passt gut auf und hat den Ball. Stark gemacht, das könnte was werden. Ist es das? Ganz lang macht er sich da gehalten. Ecke kommt. Schöner Einsatz. Wichtig, dass sie da klären. Seri. Die Fahne geht hoch, abgepfiffen. Da bin ich mir nicht hundertprozentig sicher. Ja, schwacher Ball hier. So, jetzt liegen sie hier zur Halbzeit des Finals um den englischen Ligapokal knapp mit einem Tor in Führung, aber ausruhen ist. Weiter geht's im Finale um den Carabao Cup. Der Schiedsrichter hat soeben die zweite Hälfte angepfiffen. Jetzt gilt's. Rodrigo, Kevin De Bruyne. Klasse Einsatz, aber kommt auch an den Ball. Uno, das macht er gut. Er pariert, aber der Ball bleibt im Spiel. Und das war knapp, aber es war abseits. Da oben, der vorne den Ball. Sie haben immer noch den Ball. Der ist noch heiß. Gehalten, aber weiter gefährlich. Rodrigo. Und hier wird es gleich ein Wechsel geben. Ja, die wollen doch mal was Neues versuchen. Da ist er alleine durch. Oh, Buschi, waren das die Nerven? Da fasst so aus, den muss er eigentlich machen. Da ärgert er sich. Das könnte was werden jetzt. Nur noch der Torwart vor sich. Da zieht er ab, da ist das Tor. Und damit legen sie in diesem Finale mit zwei Toren in Führung. Jetzt haben sie alles in der Hand. Nochmal die Wiederholung des Tors. Wir sehen, der Keeper wird im kurzen Eck überwunden. Das wird ihn ärgern. Also das Ding war haltbar. Eine torreiche Partie. 5-3. Unglaublich. Komm mal auf, der Pelz. So, und jetzt sind hier noch 30 Minuten zu absolvieren. Auch das war wieder ein exzellentes Zuspiel. Gut durchgesetzt, gefährlich. Gefährlich, immer noch. Martin, ja, Martin! Er ist erst seit ein paar Minuten drauf und schon macht er die Bude. Da hat sich der Wechsel gelohnt. Kopf, hey, mein. Damit setzen sie hier noch ein Tor drauf. Alles im Griff, ganz souveräner Auftritt heute. Sage und schreibe, 9 Tore sind es jetzt, also bisher. 6-3 steht's.
heute sehr genau. Gut gemacht, vorbei, mach es wieder. Komm her, komm her. Kommt her. Wir schauen uns die Wiederholung nochmal an. Er zieht an seinem Mann vorbei. Und hier sehen wir, wie er die gesamte Abwehr einfach abhängt. Und Wolf, am Ende hat er auch noch die Ruhe, den Ball ganz cool im Tor unterzubringen. Ein Spiel für die Fans, ohne Frage. Viele Tore von beiden Teams. Das ist echt unterhaltsam hier. Tja, ich glaube, das könnte gelb geben. Gelbe Karte, da hat sie vielleicht sogar Glück. Ja, wenn sie hier noch einen verlieren, dann wird es enorm schwierig. Jetzt müssen sie mal langsam zur Brücke halten. Erstmal geklärt. Bernardo Silva. Gute Chance für eine Flanke. Wird Abschluss geben jetzt. Und jetzt wieder die Citizens am Ball. De Bruyne, langsam wird's gefährlich. Gut aufgepasst vom Torhüter. Jetzt können sie vielleicht kontern. Das ist jetzt seine Chance. Ederson verhindert das Tor, da hat er natürlich alles richtig gemacht. Kurze Ecke. Macht er gut. Stark gearbeitet. Pressing gegen Partey. Auf Vorteil für Man City entschieden. Ballverlust Manchester City. Das Spiel ist bald vorbei. Und wenn man ehrlich ist, war es eine einseitige Nummer. Hier dürfte eigentlich nichts mehr passieren. Das Zuspiel von De Bruyne wird abgefangen. So, was machen Sie daraus? Das schnappt sich den Ball und gibt ihn erst wieder her, als es aus Sicht der Abwehr zu spät ist. Herrliches Tor. Das Resultat ist doch ziemlich eindeutig und lange zu spielen ist auch nicht mehr. Die letzten 5 Minuten sind eingeläutet. Ball bei Aguero. Momentan läuft die Partie doch in eine andere Richtung, als wir es erwartet hatten, oder Buschi? Mal wieder völlig korrekt, Wolf. Aber wenn jedes Spiel immer so laufen würde, wie man das vorher besprochen hat, wäre auch was. Er pariert, aber der Ball bleibt im Spiel. Der muss doch drin sein. Was für eine Aktion. So bitter, bitter, bitter. Ein Eigentor. Ah, Eigentor. Kann jedem passieren. Den Größten ist das schon passiert. Da gibt es nur eins. Abhaken und weitermachen. Jetzt ja auch wieder Wiederholung. Das ist unglücklich. Geht richtig ab in diesem Spiel. Viele Chancen, viele Tore. Kann man sich gut anschauen. Das gibt's doch gar nicht. Da unterläuft ihnen tatsächlich noch ein Eigentor. Natürlich immer unglücklich aus. Schön mit der Hackgasse gemacht. So, jetzt können wir uns den Treffer noch mal genau anschauen. Diesmal aus einer anderen Kameraperspektive. Ganz starkes Spiel. Das Spiel ist aus und die Mannschaft hat damit tatsächlich den Carabao Cup gewonnen. Eine großartige Leistung des gesamten Teams. Meiner Meinung nach waren sie die bessere Mannschaft und haben diesen Pokal hochverdient gewonnen.
Ehepaar hier, die so schön stehen. In Reihe und Glied, es geht sehr, sehr gut zu. Ja, also angesichts des Erfolges hier, sehr, sehr ruhig. Aber das ist ja auch immer die Geschichte. Ich könnte mich ja immer wegschmeißen. Ja? Jetzt ist das ja alles geregelt. Fotografen, Kameraleute, Siegerposen, genau. Nimm den Pott mal in die Hand, wir wollen noch unser Fötelchen haben. Also das ist halt das Prozess. Fötelchen. Fötelchen, ja. Fötelchen. Ja, das ist ein also hier würde man sagen. Ja. 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 So, und dann nochmal das große Szenario. Das gehört alles mit dazu. Das willst du gar nicht haben als Spieler unbedingt. Du willst einfach nur noch die Sau auslassen. Ja, also das hier ist noch choreografiert und dann ist nur noch die Sau, ne? Ja. Ja. Na bitte, jetzt geht's zu den Fans. Was für ein Erfolg. Wie die jungen Hunde tanzen sie vor den eigenen. Ne? Da kann ich jetzt nichts mehr anfangen. Womit wir nun? Super Erfolg, super Erfolg. Hier. Ich glaube, an diese Mannschaft werden wir uns noch lange erinnern. Okay. Ja, das ist ein sensationelles Team. Ohne Schwächen, einfach klasse zusammengestellt, auf den Punkt topfit und auch taktisch immer wieder überragend.